Ich sitze auf unserem neuen Sofa, hier in unserem Tiny House. Ein weiteres Möbelstück, welches nun nahezu fertig ist, also zu 80%, würde ich sagen. Wir verbringen hier bereits schon sehr, sehr angenehme und schöne Abende. Man kann hier gut sitzen. Und was wir uns bei diesem Sofa gedacht haben, das erfahrt ihr heute. Ilan habt ihr ja schon gerade gesehen. Ich bin Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Es geht in unserem heutigen Video um unser Tiny House Sofa. Es war eine sehr, sehr lange Zeit der Planung. Wir haben ganz lange im Internet recherchiert und überlegt und Inspiration gesucht, was gerade auf kleinem Raum gut Platz finden könnte, was hier gut reinpasst, nicht Raum klaut oder Raum nimmt, sondern nach wie vor luftig bleibt, wir auch eine gewisse Multifunktionalität hier umsetzen können und sind am Ende eigentlich der Meinung gewesen, wir müssen es selbst bauen. Wir arbeiten jetzt inzwischen mit zwei Elementen, oder das war uns ganz wichtig. Wir wollten ein Hauptelement, eine Hauptsitzmöglichkeit, unser Sofa, und ein flexibles Element, welches auch primär eigentlich als Couchverlängerung, als L genutzt wird oder auch als Hocker-Variante. Allgemein von der Höhe haben wir eine Sitzhöhe gewählt, dass wir zum einen wie eine Sitzbank haben, die aber sehr komfortabel ist, und gleichzeitig auch ein Sofa, wo man sich abends schön einkuscheln kann, welches auch gemütlich ist, aber vor allem auch ein Polster hat, auf dem man auch angenehm schlafen kann oder auch mal Gäste über Nacht bleiben können. Also interessant wäre ja noch... Pass ich denn auf? Ja, eben. Geh du mal, du bist ja viel länger. Der Live-Test. So schläfst du? Ja. Und? Ist gut. Wirklich? Ist ja auch ein Matratzenstoff. Ist angenehm. Kann man wirklich machen. Gerade bei dem flexiblen Element sind wir total froh und stolz, dass wir das so multifunktional einsetzen können. Es kann also, wenn wir irgendwann mal hier einen Esstisch haben, als zusätzlicher Sitz verwendet werden. Wir können aber auch das Ganze mit einem Holzbrett als kleines Wohnzimmertischchen verwenden oder abends einfach umpositionieren und unsere Füße hochlegen. Wie wir das allerdings jetzt auch gebaut haben, oder Ilan vielmehr unser Sofa gebaut hat, das erzählt euch jetzt selbst. Das Sofa besteht im Prinzip eigentlich aus drei Elementen. Einmal das Polster hier oben mit dem Stoffbezug. Wir haben uns das Polster online bestellt, das kann man auf Maß bestellen. Dieses hier ist 40 cm tief und 60 cm lang, so dass es hier eben auch dazu passt, wenn man das jetzt beispielsweise als Verlängerung nutzen möchte. Und weil wir eben das Gefühl hatten, dass so auch noch genug Raum, also genug Platz bleibt im Raum, dass man sich bewegen kann. Den Stoff haben wir separat bestellt. Und den hat Anjas Mama genäht. Und ich finde, das ist wirklich hervorragend geworden mit Zipper. Wir können das also auch ausziehen und dann auch waschen. Für das Gestell haben wir oben die Leisebauplatte, also die Leichtbauplatte von Pyrus Panels. Die benutzen wir sehr gerne für Möbel. Dann darunter, also damit sie eingefasst ist, ich zeige euch das jetzt mal. Es ist nicht so schön geworden, dieses Element, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mich ein paar Mal vertan. Weil es ging darum, ein Gestell zu bauen, welches auch stabil ist, zumindest so, dass es auch unsere Last aushält oder unser Gewicht aushält. Hatte dann eben überlegt, wie viel Rahmen brauche ich für das Sofa im Grunde. Habe mir dann hier den Abstand markiert oder Markierungen gesetzt und habe dann eben vier Fichtebalken zugeschnitten, auf Gärung auch, so dass die eben ineinander abschließen, so dass ich sie von innen dann eben mit diesen Winkeln hier verbinden kann. So simpel ist es im Grunde. Damit die Platte nirgendwo abhaut, habe ich die Holzreste hier genommen, die Paulownia-Holzreste, und habe sie quasi mit der Platte verschraubt und die dann wiederum mit dem Rahmen. Und der Rahmen hält auf jeden Fall einiges aus. Die Füße haben wir im Internet bestellt. Diese sind 20 cm lang, also überbrücken auch schon eine schöne Höhe. Ja, aber das ist im Grunde das ganze Sofa, ne? Dann musste ich eben nur darauf achten, dass der Winkel noch einigermaßen stimmt nach außen hin, dass es auch einigermaßen gleichmäßig aussieht. Es ist nicht zu 100% gleich. Und dann haben wir uns dann eben gedacht, das zeige ich euch jetzt nochmal, in puncto Stauraum. Es ist ja auch ein Tiny House, und in einem Tiny House kann man unserer Meinung nach nie genug Stauraum haben. Also warum nicht noch irgendwie einen Unterboden einbauen? Das heißt, dieses Element ist genauso aufgebaut wie der kleine Bruder, sage ich jetzt mal, nur mit dem Unterschied, dass ich hier einen Unterboden eingebaut habe, wo man eventuell einfach noch eine Tagesdecke reinlegen kann oder für den Gast dann eben noch eine Decke oder einen Bezug,
was auch immer da noch reinkommt. Also es ist schon ein bisschen Platz. Natürlich jetzt nicht über die volle Länge, weil das eben nur das Gestell ist. Aber das finde ich schon mal ganz praktisch. So, und dann haben wir das eben, das heißt anders als in dem anderen Element, dass ich das verschraubt habe mit dem Rahmen, mit dem Holzrahmen, kann ich das eben einfach wieder reinlegen und lösen und ja, Kissen wieder rauf und fertig. Diese Kissen hier sind alle noch provisorisch. Wir haben auf jeden Fall vor, noch in diesem Maß hier zwei, drei Kissen zu bestellen, diesen Stoff nochmal zu bestellen und den dann hier quasi drüber zu spannen. Was wir auf jeden Fall noch machen möchten, ist mit den Reststoffen, die wir noch haben, die Leichtbauplatten zu verstecken. Ich weiß nicht genau, wie sich das nennt, aber es ist so ein kleiner Fließstoff und der wurde mit so einem Sprühkleber und unserem Oberstoff verbunden oder verklebt, damit der Stoff eben nicht auf der Matratze so verrutscht. Wussten wir vorher gar nicht, haben wir wieder was dazugelernt. Und den möchten wir jetzt auch, das sind auch Reststoffe eigentlich oder Reststücke, den möchten wir hier für die Kanten verkleben oder zumindest kurz fixieren, damit der Stoff auch später nicht kaputt geht, sofern Reibung entsteht. Und dann mit unserem Tacker, ich zeige das mal separat, sonst kriege ich das nicht so gut hin, den Stoff festtackern. Und dann hat man eigentlich, wie wir finden, einen total schönen Look und dann ist es auch abgeschlossen und man sieht nicht überall die Leichtbauplatten. Hat zwar, finde ich, auch was, aber so gefällt es uns auf jeden Fall besser, sofern es mit dem Tacker dann hier befestigt ist und dann haben wir wieder einen einheitlichen Look. Wir müssen eh nochmal Stoff besorgen, auch für unsere Rückenkissen. Sofern wir das dann getan haben, wird das sukzessive auch entstehen. Dann kommen hier wieder mit den Resten dieser Kantenschutz drauf. Außerdem möchten wir langfristig noch ein Klett mit verbauen. Das heißt, auf der Unterseite des Stoffs einen kleinen Klett einnähen, sowie auch hier auf der Sitzplatte, auf der Holzplatte, mit einem Tacker befestigen, damit auch die Stoffe immer da bleiben, wo sie bleiben sollen. Wir sind überrascht, so doll rutscht es gar nicht. Also wir haben auch hier, wir sitzen ja jetzt schon ein paar Tage auch auf unserem Sofa, da bewegt sich fast gar nichts. Also vielleicht nach 3 Tagen mal ein halber Zentimeter. Also da sind wir überrascht. Langfristig ist es aber einfach schöner, wenn wir auch wirklich wissen, dass sich das Polster nicht bewegt. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, dass euch die Idee zu unserem Tiny House Sofa vielleicht auch inspiriert hat. Hinterlasst uns gerne eure Ideen, eure Gedanken in den Kommentaren. Da freuen wir uns sehr und freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss! Hast du mich jetzt schlafend? Naja, das ist ja nicht schlafend, aber ich hab dich drauf. Aber theoretisch kann man sich vorstellen, dass der Gast jetzt hier schläft, ne? So schläfst du? Ja. Und? Ist gut. Und ich mache ein Video. Ich dachte, du machst ein Foto. Nee.